Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Krog Legend of the Gobbos mit der schlimmsten Insel ever, der vierten, nämlich schon Hazel in the Castle. Also, so heißt das Level jetzt, Hazel in the Castle, yeah. Ich glaube, ich muss die Level ab jetzt wirklich unterteilen, weil das ja letztes Mal schon so extrem lang war und alles Mögliche. Steht denn da vorne ein Schneemann? Nee, das ist eine der ganz normalen Kugeln, die ich schon das ganze Spiel übersammle. Dempy. Concentration, please. Aber naja, ne, man kann sich ja mal irren. Fuck. Ah, die besonderen bleiben gespeichert, okay. Hatte ich hier nicht eben auch schon einen Safe State gesetzt und es dann nur vergessen und ihn nicht geladen, weil ich dachte, ich hätte keinen gesetzt? Oh je. Diesmal warte ich auch geduldig. Dann klappt das auch alles. Yippie. Selfie von ihm und seinen Jungs. Und hier einfach nur eher Schlafanzug oder so? Oder ist es seine Frau? Ich glaube, das ist seine Frau. Er hat eine Frau. Da guck mal, das sind Ohrringe doch und eine Kette. Ich glaube, das ist echt seine Frau. Oh je. Ich glaube, kann es wirklich sein, dass diese Insel, dieser Turm schon sein Zuhause ist? Dass wir hier echt den Endboss-Fight dann haben werden? Das kannst du glauben, weil wir haben doch erst 53%. Kann es dann echt schon der Endbereich sein? Sammle ich jetzt hier extra viele Prozente oder so? Ich weiß es ja nicht. Genau, hier werde ich nicht getroffen. Brav. Aber die Bilder sind immer die gleichen, die hier rumhängen. Interessant. Interessante. Oh nö. Nein, es war doch gut. Es war doch eigentlich gut. Es war doch eigentlich gut. Ich hatte die richtige Idee. Ich hab's nur falsch umgesetzt. Geht doch, war doch gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, kommt man als Kind besser hiermit zurecht oder... Oder wenn man als Kind noch viel mehr verzweifelt, ich weiß es nicht.
Okay, ich war schnell genug. Ein Segen. Aber ich kämpfe wirklich immer weiter den Turm hoch. Ich sag dazu nichts. Ich bin halt wirklich zu ungeduldig gerade. Ich möchte einfach nur vorankommen und das Spiel schaffen. Und das merkt man halt auch, glaube ich. Yay. Aber ich hatte das Gefühl, hier sind echt besonders viele Gobbos. Ich habe gerade schon gefragt, wo der Kerl ist, aber der ist halt in der Mitte. Das sind sogar zwei. Ja, Schweinepriester. Sogar hier oben triffst du mich? Das ist aber fies. Das ist aber fies. Oh, du Dreckskerl. Also hier gibt das Spiel ja echt nochmal alles. Unschön. Aber in dem Level bin ich sehr viel schneller vorangekommen. Das ist doch mal schön. Trotzdem ist es insgesamt nicht schön. Denn da jetzt getroffen? Aber wenigstens habe ich meinen Kumpel und darauf kommt es an. Knapp. Sehr knapp. Alter Schwede, alter Schwede. Das nächste ist Dungeon of Defried. Okay. Ich muss gleich einfach was trinken. Oh Mann. Echt heftig. Oder wir, das ist doch der letzte Bereich und ich kriege nur nicht so viel Prozente, weil ich halt nicht alle Gobbos habe. Vielleicht dann wären wir schon bei fast 60% oder sowas, wenn, ne? Ich überall alle Gobbos hätte. Das ist sehr gut möglich. Na gut, hier mache ich aber wirklich ein Hinterköpfchen-Part raus und, ja.
ne, wer weiß, wie lange ich sonst beim nächsten Level festhängen werde. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Part auf jeden Fall dann hier wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, bei mir ist er nicht mehr so wirklich vorhanden, aber ich will es durchziehen. Ich will versuchen, nicht aufzugeben. Ich will versuchen, jetzt hier das Spiel durchzurocken. Ruhig zu krocken. Und meine Familie auf jeden Fall zu retten. Also, die von Krok, nicht von mir. Meine Familie besteht nicht aus kleinen, flauschigen Dingern. Wäre irgendwie süß, aber ist halt nicht so. Es ist, glaube ich, auch besser so. Naja, bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Bye, bye.